Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr beide da seid. Herr Lorenz Göster-Beutin sitzt für die Linken im Bundestag und Herr Klaus Mindrup sitzt für die SPD im Bundestag. Gleich zum Einstieg würde ich gerne mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil anfangen. Das hat Ende April Teile des deutschen Klimapakets als grundgesetzwidrig bezeichnet, weil die Hauptlast zur Begrenzung der Erderwärmung jüngeren Generationen übrig gelassen wird, wenn man es sehr positiv formuliert. Das Urteil haben alle Parteien gleichermaßen gelobt und danach betont, dass sie schon immer für Klimaschutz waren und Klimaschutz für sie wichtig ist. Deswegen jetzt vielleicht ganz am Anfang einmal an euch beide die kurze Frage: Wie bewertet ihr das Bundesverfassungsgerichtsurteil? Einfach ganz kurz, was ist für euch das Wichtigste? Wie seht ihr das? Ja, ich war ein bisschen irritiert darüber, dass SPD und Union das so abgefeiert haben. Sogar Herr Altmaier, der eigentlich die personifizierte Klimaschutzbremse ist. Und die SPD hat ja auch in ihrem Wahlprogramm das Klimaschutzgesetz sehr gelobt und auch gesagt, dass es das Ausreichende ist und auch, dass der Kohleausstieg 2038 vollkommen ausreichend ist. Deswegen war ich irritiert, dass aus beiden Parteien da Lob gekommen ist, aber das war wahrscheinlich das Beste aus der schlechten Situation machen. Aber ich glaube, dass man mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts jetzt ein richtig gutes Instrument in der Hand hat, um nochmal ordentlich auch Druck zu machen, dass sich da nochmal was verändert. Ich weiß nicht, ob die Koalition das jetzt noch vor der Bundestagswahl hinbekommt, weil es ja sicherlich gerade aus Rhein der Union da massive Widerstände gibt, aber wird Klaus sicher was gleich nochmal zu sagen können. Aber eigentlich wäre es notwendig, jetzt endlich die Bremsen da zu lockern und gerade auch was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht. Und da sehen wir ja Söder in Bayern, der die Windkraft da mit 10H-Regelung, also zehnfache Höhe der Windkraftanlagen, ausgebremst hat. Laschet, der das in Nordrhein-Westfalen auch macht und der auch in Nordrhein-Westfalen ja daran festhält, dass fünf Dörfer da noch abgebaggert werden sollen für die Kohle, vollkommen unsinnigerweise. Das heißt, ich glaube, wir haben da ein mächtiges Instrument in der Hand, um da nochmal Druck zu machen, dass sich wirklich etwas ändert. Und nach der Bundestagswahl brauchen wir einfach eine andere Koalition, die einen grundlegenden Politikwechsel durchsetzt. Also dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil hat ja oder wird ja Rechtsgeschichte schreiben, weil es die Rechte kommender Generationen ja deutlich gestärkt hat. Und jetzt ist aus sozialdemokratischer Sicht, würde ich sagen, den Begriff der Solidarität generationenübergreifend damit geschrieben hat und damit uns wirklich, ich sage jetzt mal, die Klimapolitikerinnen und Klimapolitiker in meiner Fraktion noch mal stark gestärkt hat. So, zur Frage der sozusagen der Zielerhöhung der genauen Aufforderung haben sich ja darauf konzentriert zu sagen, wir müssen ab 2030 auch klarer benennen, welche Ziele wir da anstreben. Aber die Bundesregierung hat uns jetzt ja einen Vorschlag vorgelegt, wie man auch bis 2030 stärkeren Klimaschutz machen muss. Das hängt aber auch damit zusammen, dass die europäischen Regeln sich verschärfen, weil das europäische Klimaschutzziel ist ja verschärft worden. Von 40 auf 55%, da kann man sich dann nochmal über plus minus x unterhalten, weil es um die Landnutzung und die biologischen Senken dabei geht. Und das hat natürlich Folgen, weil für Deutschland, also insofern ist diese Erhöhung, die jetzt im Entwurf des Klimaschutzgesetzes steht, auf 65% halbwegs folgerichtig, sagen also auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mir. Ich habe kurz bevor das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes gekommen ist, im Deutschen Bundestag zum Klimaschutz reden dürfen und können und habe dort gesagt, dass es unter den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, also den Klimaforschern, einen Konsens gibt, dass die Ziele natürlich verschärft werden müssen. Also insofern war das Bundesverfassungsgerichtsurteil für mich persönlich und auch für, ich sag mal, inzwischen Zeit für die ganze SPD eine Stärkung unserer Position gegenüber der Blockadehaltung unseres von weiten Teilen unseres Koalitionspartners. Da gibt es auch Unterschiede. Und Lorenz hat das ja richtig gesagt. Also Klimaschutz bedeutet ja auf der einen Seite oder bedeutet ja nicht, dass wir jetzt hier irgendwo unsere Wirtschaft stilllegen wollen, sondern wir müssen natürlich auf Alternativen setzen. Und die Alternativen sind die erneuerbaren Energien. Und da haben wir das eben erlebt und auch in weiten Teilen die Kreislaufwirtschaft, dass die Union sehr stark auf der Bremse stand. Gerade Herr Altmaier, der hat ja noch vor wenigen Monaten einen 52-Gigawatt-Deckel verteidigt für den Ausbau von Photovoltaik. Und es gibt ernstzunehmende Wissenschaftler, die sagen, wir brauchen eigentlich 1000 Gigawatt Photovoltaik,
um hier wirklich im Klimaschutz voranzukommen. Und ich bin gespannt, also die Gespräche laufen an, deswegen kam ich ein bisschen später mit der Union und ob wir noch was hinkriegen oder nicht, ich weiß es zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht. Also wir streben das an, weil alles, was man an Fortschritt hinbekommt, sollte man jetzt machen. Wenn es aber ein Rückschritt ist, werden wir das nicht machen. Okay, ja, danke schön euch beiden für die kurze Einschätzung. Vielleicht an dich gleich eine Rückfrage. Und zwar hat die SPD ja das jetzt als unzureichend kritisierte erste Klimaschutzgesetz mitgeschrieben und mitgetragen, Ende 2019. Nun möchtet ihr ja deutlich mehr mit der SPD auch und mit der Union, der ganzen Regierung. Könntest du kurz umreißen, was sich in diesem neuen Gesetz, was jetzt Frau Schulze vor kurzem vorgestellt hat, auch ändert und warum das erst jetzt passiert und nicht zum Beispiel schon in 2019? Ja, also einer der Kritikpunkte vom Bundesverfassungsgericht war ja, dass man auch nach 2030 Pfade beschreiben muss oder ins Gesetz schreiben muss. Und man kann nicht sagen, das Ziel ist Klimaneutralität und man weiß nicht, wie man von 2030 dann bis 2050 dazu kommt. Und das war ja einer der Hauptkritikpunkte vom Gesetz. Das ist jetzt im Gesetzentwurf anders und es ist auch das Ziel der Klimaneutralität von 2050 auf 2045 vorgezogen worden. Und des Weiteren ist es so, dass auch die Ziele bis 2030 verschärft worden sind. Das ist aber überwiegend eine Anpassung an die europäischen Ziele. Allerdings muss man dazu sagen, dass die europäischen Ziele ja auch aus Deutschland unterstützt worden sind. Also wir sind ja in Europa ein Wirtschaftsraum und insofern ist ja auch die Europäische Union Partner des Pariser Klimaabkommens. Und wir haben dann noch eine Stärkung drin des wissenschaftlichen Beratergremiums der Bundesregierung und wir haben die Frage der biologischen Senken das erste Mal im Entwurf des Gesetzes adressiert. Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir auch, ich sag mal, was die Folgenabschätzung angeht und vor allen Dingen, was die Verantwortung der anderen Fachministerien angeht, vielleicht auch nochmal zu stärkeren Regelungen kommen. Denn das Klimaschutzgesetz ist ja mehr ein Mechanismus. Also das Klimaschutzgesetz definiert Ziele, weist die Ziele den einzelnen Sektoren und damit den einzelnen Ministerien vor. Die Ziele werden jährlich überprüft. Es gibt das unabhängige Sachverständigengremium, aber wir müssen natürlich dazu kommen, dass diese Ziele auch wirklich dann eingehalten werden. Und wir müssen auch glaubwürdig sein. Und glaubwürdig sind wir nur dann, wenn wir nicht nur Ziele festschreiben, sondern eben auch in den entsprechenden Fachgesetzen die entsprechenden Maßnahmen treffen. Das ist aber nicht Aufgabe des Klimaschutzgesetzes. Aber kurze Frage an der Stelle. Das heißt, es sind jetzt aktuell wirklich Ziele, die in diesem Gesetz stehen, ohne zu wissen, wie man sie konkret erreicht. Das kommt dann in einem späteren Schritt oder muss es dann im nächsten Schritt machen? Ja, das ist tatsächlich das ist immer die Frage, die Henne-Ei-Diskussion. Also wenn wir das jetzt hinkriegen mit den schärferen Zielen, bin ich der Auffassung, wir sollten das machen, weil man, da bin ich mir ganz sicher, wir können die Ziele einhalten und die Methodendiskussion ist dann eine zweite. Es gibt ja Menschen, die sagen, das müssen wir alles über einen CO2-Preis machen, das halte ich für hanebüchenen Unsinn. Der CO2-Preis spielt eine Rolle, aber er ist nicht der sozusagen entscheidend, sondern viel wichtiger ist im Grunde genommen, die Akteure zu stärken, die im Prinzip Klimaschutz machen wollen, also gerade im Augenblick, also Bürgerenergiegenossenschaften zum Beispiel, wesentlich entscheidend ist, beim erneuerbaren Energiengesetz voranzukommen, wesentlich bei der Sektorenkopplung und Wasserstoff voranzukommen. Und dann ist sozusagen die CO2-Bepreisung ein Instrument unter vielen, was man ja auch eingeführt hat europäisch, aber es ist nicht quasi die eierlegende Wollmilchsau oder sozusagen die Lösung aller Probleme wäre. Womit ist es sozusagen, fällt mir gerade jetzt nicht ein, womit bringt man, also sozusagen, es ist auf jeden Fall eine Methode unter vielen. Und für uns war das aber jetzt nochmal zurück als SPD wichtig, dass wir ein Gesetz kriegen, wo drin steht, Klimaschutzziele können nur verschärft werden, wo die Klimaschutzziele regelmäßig überprüft werden, wo es unabhängige Wissenschaftler gibt und wo man so einen lernenden Mechanismus aufbaut. Und damit ist das Klimaschutzgesetz ähnlich wie das Paris-Abkommen, weil das Paris-Abkommen hat ja auch einen regelmäßigen Überprüfungsmechanismus. Alle 5 Jahre muss man fragen, wo stehen wir, erreichen wir das 2-Grad- bzw. das 1,5-Grad-Ziel, wie müssen wir nachjustieren. Dann wird die Wissenschaft einbezogen, es wird die Zivilgesellschaft einbezogen. Es muss im Grunde genommen einen Prozess geben, wo es nur in eine Richtung gehen kann, mehr Klimaschutz. Und dieser Grundgedanke ist ja auch im Klimaschutzgesetz enthalten. Deswegen hat ja der UN-Generalsekretär Guterres das auch vor dem Parlament gelobt, weil es jetzt nicht
so ein Gesetz ist, wo was folgenlos ist. Also ein Wasch mir den Pelz und mach mir dich nass Gesetz, sondern genau das Gegenteil. Es ist ein Gesetz, was, wo der Mechanismus wirken wird. Und das Schöne ist, Verschärfungen werden auch wirken, weil der Mechanismus an sich ist ja nicht vom Bundesverfassungsgericht in Frage gestellt worden, sondern der wurde sehr gestützt. Das heißt, der funktioniert auch und erst recht bei verschärften Zielen. Okay, ja, danke schön. Jetzt an dich, Lorenz, die Frage. Die Linke fordert in ihrem Entwurf zum Wahlprogramm ja Klimaneutralität schon 2035. Jetzt haben wir gerade gehört, dass die Bundesregierung noch keinen klaren Plan hat, sondern die Maßnahmen erst noch ausgearbeitet werden müssen. Hat die Linke schon konkrete Maßnahmen, mit denen das 2035-Ziel umgesetzt werden kann, oder muss das auch erst noch ausgearbeitet werden? Wir brauchen sehr massive Eingriffe dort, und da ist das richtig, was Klaus eben gesagt hat, mit dem CO2-Preis alleine wirst du es nicht schaffen. Also die FDP geht ja so weit, dass sie sagt, ja, wir brauchen nur Marktmechanismen und wir schaffen alles Ordnungsrecht, alle Standards sozusagen ab. Das habe ich jetzt neulich in der Diskussion auch gehört. Also dann, wir brauchen doch gar keine Standards für die Autoflotten und so weiter und so fort. Das regelt alles der Markt. Und wir haben in den letzten Jahrzehnten gesehen, dass es eben nicht funktioniert. Konkret bedeutet das, wir wollen massiv die Ausbauziele bei Windkraft erhöhen. Wir wollen das deutlich machen bei PV. Das bedeutet auch, dass wir wirklich auf jeden Neubau Photovoltaik und natürlich auf alle öffentlichen Gebäude Photovoltaik drauf packen. Dass wir das zusammenbringen auch mit energetischen Sanierungen. Das heißt, wenn saniert wird, muss auch überprüft werden, ob es sinnvoll ist, also technisch sinnvoll und ökonomisch sinnvoll, da eine PV-Anlage drauf zu packen. Das kannst du so durchdeklinieren. Das heißt, wir fordern beispielsweise ein massives Programm für energetische Sanierung, gerade auch in den Bauten, die nach 45, 50er bis 70er Jahre gebaut worden sind. Da kannst du sehr schnell etwas erreichen. Und das muss einhergehen mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze, eine Ausbildungsoffensive beispielsweise für Energieberaterinnen, aber auch für Installateurinnen. Ich habe jetzt neulich mal die Zahl von 800.000 Arbeitsplätzen gelesen, die quasi in den Erneuerbaren insgesamt fehlen. Das heißt, da muss insgesamt massiv was passieren. Dazu gehört dann auch die Frage der Mobilität. Das heißt, wir müssen den PKW-Bestand insgesamt reduzieren. Es reicht eben nicht, nur auf E-Mobilität umzustellen, sondern auch da muss da wesentlich auf Effizienz geschaut werden. Und da ist auch ÖPNV eben die Alternative. Das bedeutet, Strecken wieder in Stand zu setzen, wieder zu aktivieren, Strecken zu elektrifizieren, statt auf beispielsweise Wasserstoff zu setzen. Also sagen wir ganz klar, Elektrifizierung müsste auch da Vorrang haben, weil es eben auch für den Bahnverkehr eine Frage ist, wie setzt man eben Energie ein? Und da ist die direkte Elektrifizierung eben aus unserer Sicht weiterhin vorzuziehen. Man muss sich das für den gesamten Bereich der Landwirtschaft anschauen. Beispielsweise halte ich nicht so viel Fleisch zu bepreisen und das künstlich quasi teurer zu machen, sondern auch da muss man andere Wege gehen. Das heißt, raus aus der Massentierhaltung, raus aus der Fleischindustrie. Damit ist natürlich logisch, dass auch Fleischpreise steigen. Aber man muss doch bei den Verursacherinnen anfangen. Und es bringt nichts da beim Konsum, also beim letzten Glied der Kette anzusetzen, sondern wirklich bei der Frage der Verursachung anzufangen. Und das Gleiche gilt auch für den Bereich der Industrie. Da schlagen wir ein Klimaschutzgesetz in der Industrie vor. Das bedeutet, man muss da die Transformation auch unterstützen. Deshalb unser Appell auch ganz klar, Wasserstoff wirklich nur dort einzusetzen, wo es nichts anderes quasi gibt. Und das ist vor allem in der chemischen Industrie und in anderen Bereichen einzusetzen. Was ist ein rares Gut, gerade grüner Wasserstoff? Und die Industrie so umzubauen, dass man sagt, okay, wenn ihr eine Transformation macht, bekommt ihr Unterstützung bei dieser Transformation. Das bedeutet aber auch, dass Beschäftigung erhalten wird, dass weiterqualifiziert wird. Und dass man auch wirklich Mitbestimmung für diesen Prozess der Transformation dann organisiert. Das bedeutet, wir haben Vorschläge für alle Sektoren, für alle Bereiche. Dazu zählt ja dann auch die Frage des Außenhandels, die Frage von Lieferketten, aber auch, wie wir sozusagen unsere Industrie auch
gegen, also Stichwort Carbon Leakage, gegen Billigimporte sozusagen abschirmen und wo man eine internationale Diplomatie auch schafft, die tatsächlich insgesamt die Transformation voranbringt und nicht nur eine Verlagerung von Industrie vornimmt. Das heißt, wir müssen da das ganz, ganz dicke Brett bohren und wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche Transformation, sonst werden wir das nicht schaffen, den Klimawandel zu stoppen. Okay, ja, vielen Dank für die Vorstellung von den ganzen Maßnahmen, Lorenz. Wir haben jetzt Frau Professorin Miranda Schreuers auch dabei. Schön, dass du da bist. Zum Einstieg direkt an dich, hätte ich jetzt die Frage, was ist aus wissenschaftlicher Sicht an Klimazielen notwendig? Wir haben gerade gehört, dass die SPD eine starke Zielverschärfung möchte und auf jeden Fall Klimaneutralität 2045, während die Linke sogar Klimaneutralität 2035 fordert. Was wäre Paris-kompatibel, was ist da vereinbar und ist überhaupt vielleicht auch Klimaneutralität das Richtige oder müsste man nicht viel eher einfach nur auf ein Gesamtbudget schauen und nicht so sehr auf ein Enddatum, ab dem es keine Emissionen mehr, keine Nettoemissionen mehr geben darf? Ja, es ist klar, genau was Sie gesagt. Wir brauchen Fokus auf was tatsächlich passieren muss. Und wir sehen, dass wir sind nicht auf die richtige Weg zum Moment. Wir würden unsere 1,5 Grad Ziel, was in der Paris-Abkommen zu finden ist, nicht erreichen mit der jetzigen politischen Fahrt. Es ist aber auch eine globale Frage. Was wir in Deutschland machen können, ist als Vorreiter, als Modell, als Zeichen für andere Länder ein zielführendes Ziel setzen. Und was wir jetzt haben, ist eigentlich ein Ziel für eine Verschiebung auf Aktion bis ein späterer Zeitpunkt. Und das ist problematisch. Was wir brauchen, ist eine Verstärkung unserer Implementierung von Maßnahmen in die nächste Dekade besonders. Ne? Was wir gerade gemacht haben in den letzten Jahren, ist ein Ziel zu setzen, was verschiebt die wichtigste und größte Änderungen zu einem Zeitpunkt in der Zukunft. Und wenn man auf die nächste Generation nachdenkt, dann ist es klar, wir müssen jetzt viel mehr, viel stärker bewegen. Wir müssen in den Transportsektor jetzt was schaffen. In die letzten Dekaden reden wir oft darüber, aber bisher ist die Änderung viel, viel zu wenig. Wir brauchen mehr in den Gebäudesektor. Da reden wir auch seit Längerem, aber die Renovierungsgrad ist viel zu wenig. Deshalb ist es klar, wir müssen eigentlich eher Richtung Klimaneutralität, wenn man über Klimaneutralität reden möchte, Richtung 2035, 2040 uns in die Augen setzen. Und Klimaneutralität ist genau, was Sie sagen, eigentlich ein Versuch zu sehen, ob man auch nicht durch die Einkauf von Klima CO2 von andere Ausstoß aus anderen Bereichen, ne? Pflanzen von Wäldern und so weiter, das uns den Ziel erreichen kann. Und das ist auch eigentlich eine Verschiebung. Aber man muss auch politisch real sein. Und die Problematik ist nicht nur ein deutsches, es ist auch ein internationales. Und das bedeutet, dass in die Paris-Abkommen-Verhandlungen, was wir im Ende dieses Jahr, im November und Dezember sehen würde, ist der Frage, was auch politisch erreichbar ist. Und deshalb sehe ich 2035 ist so ein bisschen schwierig. Ich würde deshalb versuchen, Richtung 2040, 2045 als Ziel zu setzen, zu sehen, was auf die internationale Niveau auch machbar ist. Weil wenn die Ziele verhandelt werden und in manchen Ländern dann auch nicht mehr erreichbar gesehen werden, dann kommt man auch nicht voran. Okay, ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Das heißt aber, du plädierst sozusagen dafür oder sagst, dass zwar ein 2035-Ziel eigentlich notwendig wäre für Klimaneutralität, das aber politisch einfach nicht erreichbar ist und man deshalb sozusagen direkt sich realistische Ziele setzen soll, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Nein, jein, sag mal. Was wir im Auge haben müssen, ist, was ist
zu tun, um in die nächsten 10 Jahre wirklich voranzukommen. Und die Ziele für 2035, 2040, das ist nur realistisch, wenn man sagt, wir steigen direkt aus dem Kohle, wir steigen direkt aus der Nutzung von Öl und Gas. Und das wird natürlich politisch sehr, sehr schwierig sein. Aber es geht in die richtige Richtung. Das ist eigentlich, was wir von anderen, von uns selbst erwarten sollen. Die Frage ist, wie setzen wir das mit Konzepten ein, dass in die nächsten Zeit auch machbar sind. Das mein Fokus wäre eher zu sagen, wie schaffen wir schnell einen Ausstieg aus dem Kohle zum Beispiel global. Ja, das ist ein gutes Stichwort, der Ausstieg aus dem Kohle. Genau, Lorenz, du hast dich schon zu Wort gemeldet. Klaus, du wahrscheinlich auch. Wollt ihr kurz dazu mal was sagen, wann ihr aus der Kohle raus möchtet und wie das funktionieren soll? Also ich will noch mal ganz kurz was zu 2035 sagen. Das Problem ist, dass ich fange so an. Es gab mal eine Umweltministerin, die hat ein ganz kluges Buch geschrieben. Ich glaube, 2007 war das. Da hat sie gesagt, wir müssen jetzt den Schalter umlegen, damit wir in 20 Jahren oder 25 Jahren quasi auf dem richtigen Pfad sind und da schon die richtigen Maßnahmen für den Klimaschutz ergriffen sind und so weiter und so fort. Das war damals Angela Merkel. Seitdem ist jahrzehntelang nichts passiert, weil man immer gesagt hat, ja, man kann das ja irgendwann noch tun. Man muss sich ja realistische Ziele setzen, der Markt wird das schon regeln und andere Beschwichtigungsformeln. Und wir haben aber gesehen, dass eben der Zeitpunkt und die Drastik, welche Maßnahmen ergriffen worden sind, eben immer stärker geworden sind. Und ich glaube, man muss jetzt schon Klartext reden. Also dieses nicht Klartext reden und das immer weiter rausschieben, ich glaube, das ist eine Problematik. Sondern man muss sagen, wir sind mitten in der Klimakatastrophe. Realistisch hat Deutschland sein CO2-Budget historisch gesehen längst aufgebraucht. Und wenn wir jetzt nicht in die Pötte kommen in allen Bereichen, dann werden wir echt ein Problem haben. Und dazu gehört dann auch die Frage des Kohleausstiegs. Es ist aus meiner Sicht erstens nicht realistisch, 2038 zu machen, auch nach dem jetzigen Stand. Also Kohle ist auch nicht mehr konkurrenzfähig. Es geht jetzt nur noch die Frage, wie wird der Strukturwandel organisiert? Wie schafft man Übergang, gerade für die Kohlekumpel und für die Regionen? Und wie schafft man es auch, dass in den Regionen nicht nur investiert wird in Beton und irgendwelche militärische Infrastruktur, sondern dass man da wirklich einen nachhaltigen Übergang in den Regionen schafft? Weil gerade im Osten können wir uns nicht nochmal so einen Strukturbruch wie 1989, 90 erlauben, wo blühende Landschaften versprochen worden sind und wo ja tatsächlich massiver Einbruch stattgefunden hat, real, sozial und infrastrukturmäßig. Also das dürfen wir uns nicht nochmal erlauben. Und deswegen sehe ich das auch sehr skeptisch mit den Milliardenentschädigungen an die Kohlekonzerne, weil die Gefahr groß ist, dass das eher Mitnahmegewinne sind, sondern wir müssen das Geld doch investieren in gute Beschäftigung, in nachhaltigen Übergang und für Arbeit in der Region. Ja, Klaus, du kannst gerne direkt darauf eingehen. Ich sehe, du möchtest einiges dazu loswerden, glaube ich. Ja, ich fange jetzt mal mit einer anderen Kohlediskussion an, die man in der Regel nicht führt, nämlich mit der Kohle, die in der Stahlverhüttung eingesetzt wird, also der Koks. So, und das ist nämlich ein interessantes Beispiel über Transformation. Also man kann die Stahlerzeugung, die im Augenblick in einem Hochofenprozess stattfindet, auch anders machen. Man kann über eine Direktreduktion arbeiten mit Gas und dann mit einer elektrischen Nachbehandlung. Und es gibt eine Anlage in Hamburg, da passiert das schon. Und für die Direktreduktion wird im Augenblick noch Erdgas eingesetzt, aber man kann das zukünftig durch Wasserstoff ersetzen. Setzt aber voraus, dass man in einem gigantischen Ausmaß, wir reden da über Milliardeninvestitionen, an den bisherigen Standorten macht, um diesen Übergangsprozess einzuleiten. Und zum Beispiel Agora Energiewende und andere sagen auch, man kann im Übergang Erdgas einsetzen, weil Erdgas tatsächlich deutlich weniger Emissionen hat als Wasserstoff. Am Ende wird es Wasserstoff sein müssen, und zwar möglichst schnell. Aber man muss natürlich den Unternehmen eine Planungssicherheit geben, dass sie investieren können. Und da gibt es zwei Diskussionen, die geführt werden, oder drei eigentlich im Kern.
Eine ist die über Carbon Contracts for Difference nach dem Motto, wir geben euch eine staatliche Garantie für die Differenzpreise. Das zweite ist an den europäischen Außengrenzen, denn das kann man nicht national machen, das kann man nur europäisch machen. Wir machen eine CO2-Grenzsteuer oder einen Grenzausgleich und belasten sozusagen die Emissionen, die nach Europa reinkommen. Und jetzt gibt es auch einmal eine dritte Debatte, die über eine Stiftung kommt, von Herrn Barke, Stiftung Klimaneutralität, die sagt, wir verbieten quasi in Deutschland die Produktion mit quasi Kohle des Stahls. Es macht natürlich keinen Sinn, wenn man es in Deutschland verbietet und die Importe zulässt. Und deswegen ist es notwendig, dass man da wirklich eine ganzheitliche Strategie macht und klare Rahmenbedingungen schafft. Und vielleicht muss man es auch so machen, wie man das bei der Automobilindustrie gemacht hat. Man muss knallhart mit Ordnungsrecht reingehen und sagt, der CO2-Fußabdruck von Stahl muss reduziert werden. Und gleichzeitig gibt man die Investitionshilfen, dann hat man das Ganze im Griff und verhindert vor allen Dingen dann die Dumpingimporte von außen. Und da werden wir dann auch keine Freude dran haben, wenn im Grunde genommen dann der Importstahl schlechter aus anderen Ländern kommt und bei uns eben nicht mehr produziert wird. Das ist dann nur so eine Art Ablasshandel, Klimaablasshandel. Also an dem Beispiel wollte ich es nochmal machen, wie komplex das ganze Thema ist. Jetzt zur Frage des Kohleausstiegs. Wir haben in Deutschland im Augenblick über 50 Gigawatt gesicherte Leistung in Atomkraftwerken, Braunkohle- und Steinkohlekraftwerken. Und es gab bisher einen Konsens, dass man diese wenigstens zum Teil durch Erdgaskraftwerke ersetzt. Im Augenblick gibt es eine Diskussion, ob das richtig ist. Und man kann also auch da die Diskussion nicht ohne die Alternativen führen. Und auch dort ist es so, dass es einen Konsens gibt, dass man in einem Stromsystem, also weitestgehend Konsens in der Wissenschaft, dass man ein Energie- und Stromsystem nicht fahren kann, ohne für die sogenannte Dunkelflaute Wasserstoff zu nutzen. Und da gibt es dann eine Debatte von Leuten, die sagen, diese Wasserstoffkraftwerke setzen wir auf die grüne Wiese und machen das darüber. Oder es gibt die Leute wie ich, die sagen, lasst uns doch moderne Kraftwerke in die Städte bauen, die wir jetzt übergangsweise mit Erdgas betreiben und die wir dann anschließend auf Wasserstoff umstellen. Die werden natürlich lange nicht mehr technisch so oft laufen wie jetzige Gaskraftwerke, sondern werden vor allen Dingen dann laufen, wenn wir zu wenig Strom haben, also Dunkelflaute, kein Wind weht und keine Sonne scheint. Aber wir müssen unser Stromsystem ja stabil behalten. Deswegen ist die Frage nach dem Kohleausstieg immer auch eine Frage nach dem Einstieg in eine neue erneuerbare Welt. Und die Frage der Emissionen ist, da ist es so, dass es ja ganz klar geregelt ist, europäisch. Wir haben den europäischen Emissionshandel und da haben wir ein Cap. Und das funktioniert tatsächlich auch, wenn wir entsprechend erneuerbare Energien ausbauen. Und das wird dazu führen, dass die Laufzeit der Kohlekraftwerke und wahrscheinlich der Kohleausstieg in Deutschland viel früher erfolgt, als er bisher angedacht worden ist. Wir haben ja keinerlei Garantien für den Betrieb der Kohlekraftwerke gegeben, auch nicht in den Entschädigungsverträgen. Da ist es anders als bei den Atomreaktoren. Da hat man über Strommengen geredet. Hier geht es über Leistung. Das heißt also, kein Kohlekraftwerksbetreiber hat in irgendeiner Art und Weise eine Garantie bekommen, dass er sein Kohlekraftwerk bis auf, ja, sage ich jetzt mal, also dass er es irgendwie mit einer bestimmten Laufzeit betreiben kann. Und deswegen greift ja manchmal auch die Bundesnetzagentur ein und verbietet da sogar die Stilllegung von Kohlekraftwerken, weil im Süden von Deutschland die Alternativen fehlen. Also das Ganze ist ein bisschen komplexer und Kohleausstieg, ja, möglichst schnell, aber dann eben auch Einstieg in die Erneuerbaren und in eine sozusagen erneuerbare Energiewelt. Und dabei wird Wasserstoff eine Schlüsselrolle spielen, da bin ich mir ganz sicher. Okay, aber um ganz kurz den letzten Aspekt nochmal aufzugreifen, das heißt, du würdest nicht oder die SPD fordert nicht, dass es eine frühere Abschaltung definitiv gibt, also zum Beispiel 2030 Schluss oder 2025 oder 2035, sondern es soll so bleiben, wie es gerade ist und es wird aber voraussichtlich einfach früher kommen. Wir sagen, die Kohlekraftwerke sind europäisch geregelt im europäischen Emissionshandel. Also die Frage, wir haben geregelt, ordnungsrechtlich, wann man spätestens aussteigt. Wir haben nicht geregelt, wie viel Emissionen wir haben. Wir haben nicht geregelt, wie viel Strom wir erzeugen. Das ist einfach falsch. So. Und wir sagen, es wird europäisch geregelt und die Europäer werden dazu führen, die europäischen Regeln werden dazu führen, dass der CO2-Ausstoß aus den bestehenden Kraftwerken heruntergeht. Und dann machen wir es mal konkret. In München gibt es im Augenblick ein Kohlekraftwerk. Die Stadt würde das gerne ersetzen durch ein Gaskraftwerk, was wasserstofffähig ist. Und im Augenblick gibt es eine Bürgerinitiative dagegen, die sagt, es muss alles sofort klimaneutral erfolgen. Das klappt aber nicht, weil ich muss, wie in der Stahlindustrie, muss ich einen Schritt nach dem anderen gehen. Es kann uns passieren, dass in München dieses Kraftwerk
weil es im Grunde genommen keine Alternative gibt, viel länger am Netz bleibt, als wir das eigentlich wollten. Also die SPD in München will, dass das auch möglichst schnell vom Netz geht. Wir haben das ja auch in Hamburg gesehen, mit Moorburg ging auch sehr schnell vom Netz. Also wir wollen da jetzt nicht nochmal reingehen, weil das Ganze ist am Ende im Kern europäisch geregelt und wir wollen vor allen Dingen, dass die Hilfen für den Strukturwandel in den entsprechenden Regionen auch bleiben und dass die Regionen sich in Richtung auf erneuerbare Energien orientieren. Das ist für uns der entscheidende Punkt. Okay. Wir sehen keine nationale Steuerungsmöglichkeit mehr. Ich hätte das wahrscheinlich auch vorher gar nicht so national angegangen. Ich hätte das immer europäisch angegangen. Aber das ist meine persönliche Haltung. Okay, ja, danke schön. Miranda, was würdest du dazu sagen? Ist es richtig zu sagen, wir warten sozusagen, dass der Markt im Prinzip das regelt und der europäische Emissionshandel, oder hättest du einen anderen Ansatz? Da muss ich nochmal reingehen. Es ist nicht der Markt, es ist nicht irgendeine abstrakte Geschichte, es ist nicht die Hand, die von oben kommt, sondern es gibt klare Emissionsregeln auch in Europa, die dann durchgesetzt werden. Das ist sozusagen, weil alle Kraftwerke sind europäisch geregelt über 20 Megawatt. So, und das ist nicht irgendwie irgendwas Abstruses, sondern wir stehen dafür die Verschärfung der Regeln in Europa. Entschuldigung, dass ich nochmal reingehe. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das laufen lassen wollen, sondern wir sagen, es ist Aufgabe der Europäer. Und die machen das ja auch. Ja, ich glaube, was man hierzu sagen kann, 2038 ist viel zu spät. Ich glaube, das ist auch von vielen, die dabei waren mit den Verhandlungen für dieses Ziel, die sehen das auch inzwischen. Das war zu langsam. Ein schnellerer Ausstieg ist auch möglich. Wir haben das auch beim Atomkraftwerken gesehen, dass Ziele können auch geändert werden. Deshalb wäre es auch nicht verkehrt zu sagen, wir versuchen aus dem letzten Kohlekraftwerk 2030 oder sowas auszusteigen. Was wichtig ist, ist, dass in die erste Phase die Ausstieg schneller geht, weil die Menge der CO2-Ausstoß muss so schnell wie möglich stattfinden. Deshalb ist es für mich eigentlich ein bisschen weniger wichtig, ob wir ab 2038, 2035 oder 2030 für die letzte Atomkraftmeile, nicht Atom, sorry, Kohlekraftmeile fokussieren, als ob wir fokussieren auf einen schnellen Ausstieg aus der verschmutzenden Kohlekraftwerke, die größte Menge in die erste Phase und natürlich so schnell wie möglich für all die Reste. 2030 wäre ein viel besseres Ziel. Was auch wichtig ist, ist die europäische Verhandlung in diesem Prozess. Wir müssen auch andere Länder mitnehmen. Und da ist Polen in besonders sehr wichtig. Polen ist genauso groß wie Deutschland in dieser Frage. Und wir müssen auch Polen mitnehmen. Und da ist die Frage, wie man mit Polen verhandeln kann, sodass Polen auch bereit wird, aus dem Kohlekraftwerk schneller auszusteigen. Und das ist dann eine europäische Frage. Das wird wahrscheinlich in Finanzierung, in Unterstützung brauchen, weil Polen wird anders nicht mitspielen, das wissen wir. Die europäische Emissionshandelssystem kann gut funktionieren, aber es muss dann auch ein Cap haben, das zielführend genügend ist, dass dieser Ausstieg schneller stattfindet als bisher. Wie hoch müsste dieses Cap sein? Wo müsste das liegen im Vergleich zu den aktuellen Zielen jetzt? Das tut mir leid, das kann ich nicht so aus meinem Kopf sagen. Aber was wir sehen, ist, dass die Emissionshandelssystem hat in den letzten Jahren einen sehr, sehr langsamen Anfang gehabt. Die Preise waren so niedrig, dass der CO2-Ausstoß hat wohl teilweise stattgefunden, aber wirklich viel zu wenig. In den letzten Jahren haben wir eine Verminderung von der Vielzahl von Zertifikaten. Das hilft ein bisschen, aber es hilft nicht genügend. Deshalb brauchen wir noch eine höhere Cap, ein besseres Cap, dass die Ausstieg schneller voranstoßt. Ja, Klaus, du kannst gerne kurz darauf was sagen. Naja, weil es war ja die Frage nach Polen gestellt und ich hatte ja das Vergnügen oder nicht Vergnügen, also vor der Paris-Konferenz mit den Kolleginnen und Kollegen im Parlament in Polen zu verhandeln und das war nicht vergnügungssteuerpflichtig und das war noch nicht die jetzige Regierung. Und man muss höllisch aufpassen, dass die Polen nicht den Weg in die Atomenergie gehen, der im Kern unbezahlbar ist, unverantwortlich ist aus meiner Sicht und da komme ich schon sozusagen zu dem
zu der entscheidenden Schwäche dieses europäischen Emissionshandels. Der hat bestimmte Stärken, ohne denen wären wir bestimmt nicht vorangekommen, hat vor allem die Stärke, dass nicht einstimmig vereinbart werden muss, aber das hat eigentlich nur Effekte, dass man die Brennstoffswitch sieht, also weniger Kohlekraftwerke, mehr Gaskraftwerke, aber es ist keine Investitionsanreiz in erneuerbare Energien. Dafür braucht man sowas wie das Erneuerbare Energiengesetz. Und das ist jetzt ganz entscheidend, dass man mit den Polinnen und Polen darüber redet, wie man ihnen bei der Transformation auf die erneuerbaren Energien hilft. Die machen jetzt ein bisschen mehr im Bereich Offshore, als sie das vorher gemacht haben. Vorher waren sie da total bedeckt. Als wir im Parlament waren in Polen, haben sie auch gesagt, sie wollen nicht abhängig werden von Russland. De facto importieren sie ja Kohle aus Russland, was auch die wenigsten wissen. Und uns sozusagen machen sie Vorwürfe. Und wir haben ihnen dann gesagt, der Wind über der Ostsee kann auch Putin nicht stoppen. Also das ist jetzt 5,5 Jahre her. Also der Weg muss in Richtung Erneuerbare gehen und auf jeden Fall ein Stopp sozusagen gegen diese völlig überteuerte und viel zu gefährliche Atomtechnologie. Und das wird auch eine ganz harte Debatte werden. Wenn ich darf, das würde ich gerne unterstützen, weil ich sitze als Co-Vorsitzende zurzeit das nationale Begleitgremium und das hat mit dem Ausstieg aus dem Atomkraftwerk zu tun und was macht man mit der Entlagerung von dieser hochradioaktiven Müll und es ist eine so, so schwierige Frage und wie lange man mit dem Atomkraftwerk arbeitet, wie groß dieses Problem auch werden wird. Wir müssen deshalb auch genau, was Sie sagen, einen Weg in die erneuerbare Energien im Auge setzen und darauf uns fokussieren, auf die europäische und das globale Ebene. Und da kurze Frage dazu jetzt an der Stelle. Wir haben jetzt ganz viel, sind jetzt auf die EU-Ebene so ein bisschen gekommen und diskutieren, was da passieren muss. Wäre es nicht trotzdem gut, wenn Deutschland als größte Nation und als wahrscheinlich mit reichster Staat in der EU, da stark vorangeht und sagt, wir erhöhen unsere Ziele ganz massiv. Was könnte man da tun? Ja, das ist tatsächlich der Fall, weil wenn Deutschland das macht, dann zeigt es der Rest der Welt, es ist machbar. Deutschland ist eine der größten industriellen Länder weltweit. Wir haben auch gesehen in den letzten Dekaden, dass Deutschland hat mit dem Anfang mit den erneuerbaren Energien viele andere Länder gezeigt, es ist machbar. Es ist machbar als großindustrielle Länder, ja, jetzt Richtung 50% der Strom, eventuell viel mehr aus erneuerbaren Energien zu schaffen. Aber was jetzt stattfinden muss, ist auch in die anderen Sektoren. In gleiches Wende ist notwendig. Die Transportwende, die Wende in die Architektur, die Wende in die Landwirtschaft. Und in vielen Bereichen ist das bisher viel zu langsam vorangegangen. Und da hat Deutschland wohl auch Potenzial industriell. Man sieht das auch in anderen Ländern, in China zum Beispiel. Die investieren inzwischen auch viel, viel stärker in die erneuerbare Energien. Inzwischen sind die ein größerer Nutzer von den erneuerbaren Energien, nicht pro Kopf, aber insgesamt Menge als in Deutschland. Deutschland muss auch Vorsicht sein, dass es nicht denkt, dass ich das esse, immer die Vorreiter ist. Andere Länder versuchen auch in die Zwischenzeit viel stärker in den Klimaschutz, in die erneuerbare Energien und so weiter zu investieren. Und das ist auch der Industrie der Zukunft. Und deshalb, wenn man auch wettbewerbsfähig sein möchte, muss man auch wirklich einen schnellen Wandel machen in die richtige Richtung. Eine ganz kurze Nachfrage dazu noch und dann gehen wir gleich zum anderen Thema noch. Du beschäftigst dich ja viel damit, wie auch, was andere Länder auch machen, wie das im Vergleich auch ist gegenüber Deutschland und der EU. Was gibt es für, oder gibt es Länder, die, wo es deutlich besser läuft als in Deutschland, wo man sagen würde, das ist, sind wirklich richtig gute Ziele, da kann man sich das abschauen oder ist Deutschland da international relativ gut dabei? Inzwischen hat man viele, aber wohl kleinere Länder, die sind Deutschland weit voraus. Dänemark wird in 2025 schon, Kopenhagen wird klimaneutral sein. Die Ausbau der erneuerbaren Energien an Pro-Kopf-Basis in Dänemark ist Deutschland weit voraus. Man sieht auch in Schweden zum Beispiel, die sind sehr, sehr stark voran mit Ausbau der erneuerbaren Energien.
aber auch Wandel in andere Sektoren. In Norwegen ist man viel weiter als Deutschland in der Nutzung von Elektromobilität. Dass man hat viel Beispiele von Ländern, die in bestimmten Sektoren besonders stark sind. Man hat auch viel Länder, die haben sich in viel schnellere Kohleausstieg vorentschieden. Ne? In Ottawa in Kanada, in Ontario in Kanada, die haben schon für einen Ausstieg, ich glaube, 2025 gesetzt. Auch in China, die Investment in Clean Technology ist viel, viel höher als in Deutschland zurzeit. Okay, das heißt, es gibt wirklich sehr, sehr viele Beispiele international, wo man sich was abschauen kann. Lorenz, du wolltest dazu was sagen? Kurz. Ich glaube, es ist für uns immer sehr hilfreich zu schauen, wo es sozusagen Beispiele gibt, wo es ganz konkret funktioniert. Und da kann man in jedem Bereich was aufschnappen. Also Dänemark fand ich ein ganz fantastisches Beispiel, gerade wenn man sich da die Entwicklung der erneuerbaren Wärme anschaut. Wir haben, glaube ich, 14-15% erneuerbare Wärme in Deutschland. In Dänemark sind es jetzt, glaube ich, über 60%, Tendenz deutlich steigend. Und der Botschafter von Dänemark hat mir mal erzählt, ja, Herr Beutin, wissen Sie, wir sind da nicht so wie Deutschland. Wir wissen in Dänemark, wir brauchen eine kluge Mischung aus Sozialismus und Kapitalismus, dann kann das klappen. Und gerade im Bereich der erneuerbaren Wärme, in den Nahwärmenetzen, machen Sie da in Dänemark einiges, weil Sie da insbesondere Genossenschaften und kommunale Träger haben, weil Sie das in öffentlicher Hand haben. Man kann hinschauen, energetische Sanierung, da hat man in Österreich wesentlich größeren Anteil an öffentlichem Wohnraum insgesamt, Anteil an Staat, aber auch Genossenschaften, Kommunen. Und dadurch gibt es beispielsweise in der Miete integriert so eine Rücklage. Und die machen sehr regelmäßig, gehen sie dann durch den Gebäudebestand auch durch. Da sind sie ein Stück weiter, auch gerade in Wien, was energetische Sanierung angeht. Und man muss halt diese Beispiele sich rausnehmen und zeigen, es kann gehen und es gibt Best Practices. Das Beispiel, es ist nicht irgendwie Science Fiction. Okay, ja, danke schön. Ganz kurz, aber dann möchten wir wieder. Also, ich gucke mir ja auch viele Beispiele auf der Welt an und ist jetzt nicht gefallen. Also, Kalifornien ist eigentlich der einzige Staat, der wie wir aus der Atomkraft und aus den fossilen Quellen aussteigen will. Muss immer aufpassen. Also, Dänemark ist ja auch nicht atomar unterwegs, aber die Schweden durchaus auch noch. Und also insofern ist Kalifornien für mich immer wieder ein wichtiger Punkt für den Austausch. Auch nicht alles gut, ist natürlich auch ein sehr kapitalistischer Staat, aber auch mit einigen sehr durchgreifenden Regelungen. Aber ein zweiter Punkt, der noch wichtig ist, wir sollten mal in Deutschland anfangen, die europäischen Regeln anzuwenden. Und ich beiße mir sozusagen an den Bundeswirtschaftsministerium und Herrn Altmaier und auch meine ganze Fraktion regelmäßig die Zähne aus, weil sie bestimmte Regeln, die in Europa hoch sinnvoll sind, für die Sektorenkopplung in Deutschland blockieren. Also Energy Sharing zum Beispiel, Energiegemeinschaften, Niederlande, hervorragend, aber auch in anderen Ländern wird immer noch blockiert. Wir sozusagen kommen in dieser Koalition nicht weiter. Wir sagen eigentlich, EU-Recht ist anzuwenden. Diskriminierung von Speichern. Ein Riesenproblem. Wenn du Windkraftanlagen, Solaranlagen hast, brauchst du Speicher, weil nur über die Speicher bist du verlässlich. Wird für das Bundeswirtschaftsministerium entgegen EU-Recht diskriminiert. Es ist keineswegs so, dass wir als Deutschland EU-Recht zu 100% umsetzen, sondern wir sind in bestimmten Stellen wirklich sozusagen blockierend unterwegs. Und das ist die alte Energiewelt, weil sie noch möglichst lange Profite erzielen will. Und das ist tatsächlich ein großes Problem. Nur noch mal als Ergänzung dazu. Also ist nicht mehr so, also ich teile das, wir sind schon lange nicht mehr, wir waren Frontrunner mit dem EEG, aber wir sind es in vielen Punkten überhaupt nicht mehr. Jetzt haben wir, genau, jetzt ist da auch schon angeklungen, Gerechtigkeit, Lorenz hat es gerade auch schon angesprochen. Ihr seid beide in SPD und Linken ja prinzipiell in Parteien, die sehr viel Wert auf Gerechtigkeit legen. Jetzt besteht ja durch Klimaschutzmaßnahmen auf jeden Fall die Gefahr, dass alte Arbeitsplätze wegfallen und es neue gibt, wo aber dann Leute zum Beispiel nicht ausgebildet sind und auch, dass einfach Sachen teurer werden, solche Sachen. Wie möchten Sie entgegenwirken, dass Klimaschutz zu einer sozialen Frage wird? Was für Hebel gibt es da und Ansätze? Ich kann gerne anfangen. Also tatsächlich ist es so, dass wir einen
gigantischen Fortschritt haben, was die erneuerbaren Energien angeht. Und wir haben extrem stark sinkende Kosten. Also wir sind angefangen mit dem kostendeckenden Einspeisemodell für Photovoltaik in Aachen Mitte der 90er Jahre. Da gab es 2 D-Mark, also 102 Euro Cent auf die Kilowattstunde PV-Strom für die Leute, die sich eine PV-Anlage aufs Dach gesetzt haben. Jetzt gab es Ausschreibungen in Portugal, soweit sind wir noch nicht in Deutschland, von etwas über 1 Euro Cent. Wir sind bei Freiflächenanlagen unter 4 Euro Cent. Das heißt also, ganz wichtig aus unserer Sicht, auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, der Ausbau der Erneuerbaren muss vorangehen und die sinkenden Preise, die sinkenden Gestehungskosten müssen auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommen. Und dafür ist es wichtig, dass man eine Strommarktreform macht und den Strommarkt in erneuerbaren Energien anpasst, weil im Augenblick gibt es gigantische Handelsgewinne, die an den Börsen erzielt werden von den Stromkonzernen und die nicht bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommt, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir wollen natürlich die Industrie in Deutschland erhalten und wir wollen sie transformieren. Kohlekraftwerke kann man nur stilllegen, aber Stahlwerke kann man transformieren, Chemiewerke kann man transformieren, und das funktioniert. So, und dann geht es natürlich um die Frage der Gebäude. Da ist das ja eben schon erwähnt worden, das Beispiel aus Dänemark. Da haben die sehr viel kollektive Lösungen, haben eine hohe Akzeptanz. Und in Deutschland ist das immer so, man will auf den Einzelnen optimieren, auf den einzelnen Mieter. Und dann, ihr könnt ja vielleicht eine bessere Lösung haben. Aber nein, in der Regel sind die kollektiven Systeme die besseren Systeme. Die Fernwärmesysteme sind die besseren. Und da gibt es gerade ein ganz großes Problem. Das ist die sogenannte EEG-Umlage, weil solche Systeme muss ich viel stärker mit Wärmepumpen fahren. Die werden unwirtschaftlich über die EEG-Umlage. Deswegen wollen wir als SPD die EEG-Umlage insofern abschaffen, als sie aus dem CO2-Preis bezahlt werden sollen. Und wir wollen, was die energetische Gebäudesanierung angeht, es eben auch so machen, dass wir die Prosumer stärken, dass wir nämlich die Solarenergie, also die Photovoltaik reinholen in die Quartiere, weil auch dort kann ich dann Strom erzeugen und zwar kostengünstiger, als das im Augenblick am Markt der Fall ist. Also insofern schaffe ich sehr vieles und ohne, dass ich zu großen Belastungen komme, wenn ich es intelligent mache. Und es muss ein Teil aus Erneuerbaren und Effizienz, wo ich zu ganz harten Eingriffen kommen muss, ist natürlich die Frage der Landwirtschaft, weil diese sogenannte Veredelungswirtschaft ist natürlich für Klima und für Verbraucherinnen und Verbraucher und für die betroffene Natur eine Katastrophe. Aber okay, ja, den Rest geht es über Innovation und über andere Regeln und zwar ohne, dass ich jetzt dazu führe, dass ich jetzt irgendwie eine Zweiklassengesellschaft aufmachen muss. Da bin ich fest von überzeugt, einfach aufgrund des technologischen Fortschritts. Wir hatten früher war Telefon sozusagen ein Luxusgut. Jetzt haben wir alle sozusagen diesen Wandel im Computer. Fast alle könnten sich leisten. Und ich denke, wir werden das bei den erneuerbaren Energien auch so sehen, aber dann müssen die Ausbaubremsen endlich weg, weil es wird verdammt kostengünstig und ist auch eben klimafreundlich. Und die Solarenergie, letzter Satz, Industrie ist ja wieder nach Deutschland zurückgekommen. Meyer-Burger hat eine Produktion aufgenommen. Also wir schaffen damit sogar mehr Arbeitsplätze und werden weniger importabhängig. Also es ist eher eine Win-Win-Situation aus meiner Sicht. Ja, danke für die vielen Maßnahmen. Vielleicht könnten wir uns jetzt dann ein bisschen kürzer halten, Lorenz. Es tut mir leid, aber dass wir mit der Zeit noch gut zurechtkommen. Ich beginne einfach mit einer kurzen Geschichte. Irgendwann vor 10, 15 Jahren saßen sie in den Konzernetagen von BP zusammen und haben gesagt, wir haben ein Problem. Die Industrie wird haftbar gemacht für Umweltschäden und für den Klimawandel. Wir müssen irgendwas dran ändern. Und dann kamen kluge Thinktanks auf die Idee, wir nutzen den ökologischen Fußabdruck und machen das groß. Und da hat sich eine Verschiebung ergeben, dass viel in der Diskussion auf den Einzelnen gesetzt wird und zu wenig das System, der Gesamtzusammenhang gesehen wird. Und das müsste man sich vor Augen führen. Ich glaube, wir haben eine Gefahr, wenn alles gerade auf den Konsum, auf den einzelnen Verbraucher geht, aber zu wenig das System angeschaut wird. Und da muss man ganz klar sagen, die Frage des Klimawandels ist immer eine soziale Frage schon gewesen, von Anfang an. Es ging zuerst um Kolonialismus und Ausbeutung. Jetzt geht es um die Fragen, wer trägt die Folgen dieser Klimakrise? Darüber verhandeln wir gerade. Und Klimaschutz wird nur klappen, wenn es global gerecht ist, wenn der globale Süden einbezogen wird und da Gerechtigkeit erfährt und wenn wir es in Deutschland sozial gerecht hinbekommen, wenn nicht die Verbraucher immer höhere Strompreise zahlen, während die Industrie da rausgehauen wird, wenn die Verbraucher nicht für Fleischfabriken über die EEG-Umlage mitbezahlen und Fleisch
Fleischfabriken, die Mensch und Tier ausbeuten, davon ausgenommen werden. Das heißt, wir müssen über diese Frage der grundlegenden Gerechtigkeit sprechen. Und das ist bei dieser Bundestagswahl eine politische Entscheidung. Wollen wir mehr Markt oder wollen wir mehr soziale Gerechtigkeit? Wollen wir Klimaschutz sozial gerecht machen? Und diese Frage müssen wir ganz klar stellen, sowohl als Klimabewegung als auch Parteien. Okay, jetzt genau, das ist es allgemein. Vielleicht hast du ganz konkrete drei kurze Ansatzpunkte. Was müsste man auf jeden Fall tun? Was könnte man jetzt umsetzen? Was würde Linke dann, wenn sie an der Regierung wäre, nach der Bundestagswahl machen oder versuchen durchzusetzen? Wir müssen energetische Sanierung und bezahlbares Wohnen zusammenbringen. Das heißt, wir brauchen einen Plan für energetische Sanierung, wie wir das mit dem Gebäudebestand hinbekommen. Das bedeutet, wir brauchen auch einen bundesweiten Mietendeckel. Wir brauchen mehr öffentlichen Wohnraum und gerade ökologisches Wohnen vereinbaren. Wir wollen den ÖPNV auf Perspektive kostenlos machen und zur echten Alternative machen und die Bahn zu einer echteren Bürgerinnenbahn bringen. Und wir wollen auch im landwirtschaftlichen Bereich Landwirten gute Preise zahlen, aber ihnen auch eben den Umstieg auf nachhaltiges Wirtschaften ermöglichen. Und wir wollen, dass Verursacherinnen zur Kasse gebeten werden und nicht die Verbraucherinnen. Und dafür brauchen wir eine ökologische Steuerreform in Deutschland. Okay, ja, danke schön. Miranda, was würdest du zu diesen Maßnahmen jetzt sagen? Stimmst du dem zu, dass es so möglich ist, irgendwie sozial gerechten Klimaschutz umzusetzen, oder bräuchte es noch ganz andere Ansätze und Hebel? Ich finde diesen letzten Punkt, sozial gerechte Steuersystem, ein guter Startpunkt. Das haben wir in die Vergangenheit gehabt. In Deutschland 1998 war ein Versuch in diese Richtung. Jetzt ist es Zeit für eine neue Steuerreform, eine Steuerreform, der auch Fokus setzt auf die Zukunft statt auf der Vergangenheit. Und der Zukunft ist die neue Industriebereichen wie Digitalisierung, wie Elektro, Automobilität und so weiteres. Wir brauchen Jobs, und Jobs findet man auch, wenn man stärker Fokus auf den Gebäudesektor setzt und sagt, wir machen eine Renovierung, da schafft man auch viel Jobs. Wir schaffen auch Möglichkeiten für andere Regionen, die nicht so stark waren aus den Großstädten, auch in die ja, in die ehemalige DDR oder in Nordrhein-Westfalen, wo man viele alte Industrien hat, wenn man einen Fokus setzt auf, wie schaffen wir die nächste Generation von klimafreundlicher Industrien. Das ist eins, was wir brauchen. Dafür brauchen wir auch einen stärkeren Fokus in die Ausbildung. Wir haben bisher zu wenig investiert in Ausbildung, die auch in Unterstützung für die neue, nächste Generation von Industrien setzen wird. Ich glaube, wir brauchen auch in stärkere Zusammenarbeit mit anderen Ländern, weil genau was vorher gesagt war, ein gerechter Wandel in ein neues Zeitalter wird auch Unterstützung von der globalen Welt brauchen. Und wir haben bisher viel zu wenig darauf fokussiert, was bedeutet das, wenn in Deutschland die Ressourcen von woanders hinherkommen? Was bedeutet es, wenn unsere Müll nach außen exportiert wird? Wir müssen sehen, wie wir stärker in ein Kreislaufwirtschaftssystem schnell einsteigen können und damit auch viele Probleme vermindern und auch damit die globale Gerechtigkeit auch verstärken. Das würde bedeuten, zum Beispiel im Bereich Plastik, ein viel schnellerer Ausstieg aus dem Einwegplastik. Das sind viele von diesen konkreten Beispielen, was auch man auch fokussieren könnte. Jetzt hatten wir gerade am Ende, hast du schon eine Frage noch angeschnitten mit Verboten, auf die ich auch kurz gerne noch eingehen möchte. Und zwar vielleicht einmal an euch alle, könntet ihr einmal sagen, in welchen Bereichen ihr findet, dass es auf jeden Fall mit Verboten gelöst werden muss, dass einfach die Emissionen sinken, und in welchen Bereichen das vielleicht auch keine Verbote benötigt. Gerne kannst du anfangen einmal, Klaus. Also
vollkommen klar ist, wir müssen eine Null-Emissionsstrategie dort fahren, wo wir die Emissionen vermeiden können. Das heißt also, auch sowas wie der europäische Emissionshandel hat dann auszulaufen, wenn wir genug erneuerbare Energien haben. Und dann wird man tatsächlich zu einem Verbot von fossilen, sozusagen von allen fossilen Verbrennungsquellen kommen müssen. Die Frage ist halt, ist es 2045 der Fall? In der Energiewirtschaft ist unser Ziel 2040, kann es nicht eher sein, weil diese ganzen angeblich marktgetriebene Mechanismen haben eine bestimmte Zeit lang ihre Berechtigung, aber wenn es die Alternativen gibt, dann muss es radikal verboten werden. Das gilt auch natürlich für den Einsatz von fossilen Quellen, zum Beispiel in der Industrie. Und also ich bin der Auffassung, man muss da über Stufenpläne gehen. Und das, was die EU mit den sogenannten Flottengrenzwerten gemacht hat, wo man dann die Schraube andreht, Jahr für Jahr, das könnte ein gutes Beispiel sein. Denn ohne eine klare Regelung wird man am Ende nicht durchkommen. Und das muss natürlich so sein, dass die dann auch für Importe in den europäischen Wirtschaftsraum gilt, damit die Regeln klar sind. Also insofern bin ich da sehr stark auf der Linie des Ordnungsrechts, parallel natürlich vorantreiben der entsprechenden Alternativen. Und wenn die da sind, muss man denen eben auch einen klaren Schnitt ziehen. Okay, eine Nachfrage kurz. Wie sieht es mit Inlandsflügen aus? Sollen die verboten werden? Und wenn ja, wann? Inlandsflüge sollten wir ersetzen durch schnelle sozusagen Schienenverkehrssysteme und dann wird sich das erledigen. Es gab früher mal Flüge zwischen Hamburg und Berlin, die gibt es nicht mehr, seitdem die Züge da unterwegs sind. Aber ich habe auch kein Problem damit, quasi diese Inlandsflüge zu verbieten. Aber es ist nicht meine persönliche Haltung, sondern es ist die Haltung der, also das ist meine persönliche Haltung, ist nicht die Haltung der SPD. Aber das ist tatsächlich auch, wenn man sich die Emissionsmengen anguckt, sind die Emissionen und die Probleme, die wir im Bausektor haben, also mehrere tausend Prozent größer als die, die wir im Augenblick mit diesen Inlandsflügen haben. Also insofern ist das jetzt nicht die entscheidende politische Baustelle, um das Weltklima zu retten. Aber auf jeden Fall vorantreiben des öffentlichen Verkehrs, Ausbau der Bahn, Ausbau der Nachtzüge, um dann eine vernünftige Alternative zu haben. Und dann erledigt sich das von sich selber und natürlich eine vernünftige Bepreisung der entsprechenden Emissionen. Also insofern da gilt aber auch das, was ich vorher gesagt habe, hat man die Alternativen, kann man auch ordnungsrechtlich arbeiten. Hat man die Alternativen nicht vorher, wird es als Willkür wahrgenommen, macht die Akzeptanz kaputt. Also insofern also Ausbau der Bahn und dann hinterher dann auch von mir klare Regeln. Okay, danke schön. Dann, Lorenz, möchtest du auch kurz sagen, wie die Linke dazu steht, vielleicht auch im Kontrast dazu, zu dem, was Klaus sagt? Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat was ganz Entscheidendes gemacht. Sie haben Freiheit neu definiert in Ihrem Urteil. Sie haben gesagt, Freiheit bedeutet auch, die Lebensgrundlagen der zukünftigen Generationen zu sichern. Deswegen geht es eben nicht um die Freiheit, mit 200 über die Autobahn zu brettern, sondern tatsächlich die Freiheit, auch in Freiheit leben zu können, ohne Bedrängung durch Klimawandel und seine Folgen. Das bedeutet, die Jünger der Kirche des Neoliberalismus haben uns in den letzten Jahrzehnten versucht, deutlich zu machen, dass alles das, was gesellschaftliche Regeln sind, falsch ist und wir müssen alles mit dem Markt regeln. Das fällt uns jetzt auf die Füße. Und deswegen ist dieses Gerede über Verbote vollkommen verdreht. Denn es geht darum, dass wir uns insgesamt Regeln geben, die für alle gelten, weil nur das befreit sozusagen in einer Gesellschaft. In einer vollkommen marktgetriebenen Gesellschaft setzen sich die Stärksten durch. Deswegen sind Regeln, gemeinsame Regeln, ein Schutz in dieser Gesellschaft, gerade der Schwächsten in dieser Gesellschaft. Und wir müssen soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz zusammenbringen. Und das kriegst du hin in allen Bereichen, wo du dir Regeln geben kannst. Das ist der Gebäudebestand. Das ist selbstverständlich auch die Frage der Kurzstreckenflüge. Ich würde es eben an Kilometern festmachen, beispielsweise sagen, unter 500 Kilometer, wo du entsprechende Bahnanbindung hast, brauchst du keine Kurzstreckenflüge. Der Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, auch da braucht es eine klare Perspektive. Weil wenn du eine klare Perspektive hast, kannst du den Strukturwandel organisieren, kannst du entsprechend Beschäftigung auch sichern und neue Arbeitsplätze, Ausbildung schaffen. Wenn du alles dem Markt überlässt, überlässt du alles dem Chaos. Das heißt, verbindliche Regeln durchsetzen, nur das macht Klimaschutz wirklich gerecht. Dankeschön. Miranda, möchtest du dazu auch ein paar Worte noch loswerden? Wie stehst du zu Verboten und zu Alternativen dazu?
Manchmal brauchen wir Verboten. Das haben wir auch gesehen im Bereich Montreal Protocol und Treibhausgasen, die noch einen höheren Treibhausgaseffekt haben als der CO2. Die werden verboten oder manchmal sind schon verboten. Das kann auch sehr hilfreich und richtig sein, weil es ist ein Signal zu der ganzen Industrie, dass etwas nicht mehr benutzt werden muss oder kann. Mit dem CO2 ist es natürlich schwieriger, weil es ist ein sehr breiter Bereich von Sektoren, die CO2 ausstoßen. Das bedeutet aber nicht, dass eventuell ein CO2-Steuer oder sowas eingesetzt werden kann. Die CO2-Steuer ist kein Verbot, aber es geht Richtung ein Verbot. Ne? Und wenn wir einen Preis auf der CO2 setzen, das wird von selbst die Effekt haben von einem Verbot. Zum Frage von Fliegerei. Ich bin eigentlich der Meinung, dass innerhalb Europa kann man die meiste Reisen eigentlich per Bahn machen. Und wir brauchen viel stärkere Investment in der Bahn, in der Verbindungen auch zu Regionen, die bisher nicht so gut vernetzt sind innerhalb Europa. Innerhalb Deutschland braucht man nicht mehr zu fliegen. Alles ist erreichbar mit dem Zug. Man soll auch stolz darauf sein. Es ist toll, dass man so ein System hat und darin soll man auch investieren. Okay, ja, vielen Dank. Wir sind damit jetzt auch dann am Ende dieser Runde. Vielen Dank euch dreien, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr hier wart und für die ganzen spannenden Einblicke und Meinungen.